Bodyguard 323 kann als Medikamentenpumpe mit selbst hergestellten Infusionslösungen genutzt werden. Diese sind bei sauberer Arbeitsweise bis zu 2 Tage haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung wird das Infusionssystem mit der Klemme verschlossen, um ein Weiterlaufen der eingespritzten Flüssigkeit vor dem Entlüften zu verhindern. Die Infusionssysteme 2023 und 2024 mit 150 ml Reservoir sind mit Lyalok-Anschlüssen ausgestattet, sodass nach dem Aufziehen des Medikaments die Spritze über Lyalok an das Medikamentenreservoir angeschlossen und das Medikament eingespritzt werden kann. So ist es einfach, eine selbstdosierte, patientenkontrollierte Analgesie, kurz PCA, durchzuführen. Da die Komponenten selbst dosiert werden, können so relativ kurzfristig Dosisänderungen durchgeführt werden. Es ist aber genauso möglich, mehrere Medikamente zu kombinieren, um zum Beispiel eine palliative Sedierung durchzuführen. Bei der Herstellung der Infusion ist natürlich auf etwaige Inkompatibilitäten zu achten. Nach dem Einspritzen der Medikamente wird die Lösung mit physiologischer Kochsalzlösung aufgefüllt. Es ist empfehlenswert, ein Gesamtvolumen von 100 ml herzustellen, um Laufraten und Bolusgaben einfacher berechnen zu können. Hierfür werden die Volumina der eingespritzten Medikamente addiert und das noch fehlende Volumen zum Herstellen einer 100 ml Lösung hinzugespritzt. In diesem Beispiel handelt es sich um eine 10 ml Ampulle, sodass 90 ml physiologische Kochsalzlösung hinzugegeben werden müssen. Am Ende des Einspritzens muss die überschüssige Luft aus dem Medikamentenreservoir entfernt werden, damit die Pumpe keinen Luftalarm auslöst. Hierzu wird die Luft zum Einfüllstutzen gedrückt und dann mit der Spritze abgezogen. Am Ende wird der Einfüllstutzen desinfiziert und das System mit einem sterilen Konus verschlossen. Die Infusionslösung muss natürlich mit dem Namen des Patienten, der Befüllung, der Uhrzeit und dem Datum der Befüllung sowie dem eigenen Kürzel gekennzeichnet werden.